Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Be Legendary. Wir sind angekommen bei der fünften Episode. Letztes Mal gab es die Vervollständigung des Silberteams und dazu die ersten Gold-Upgrades, die in dieser Episode, erstmals für unseren Verein spielen werden. Wer das sein wird, das werde ich euch gleich zeigen. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da ist eine großartige Unterstützung. 1000 Likes wären wie immer richtig, richtig nice. Ich weiß, ihr mögt diese Serie, deswegen könnt ihr es auch einfach zeigen. Der Klick ist nicht besonders nicht großer Aufwand. Und von daher ist das eine relativ einfache Geschichte. Links in der Videobeschreibung zu Randrun, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Einfach auschecken, wenn er mich weiter unterstützen möchte, würde ich mich auch drüber freuen. Und ihr seht schon, wir haben hier John Cordoba, wir haben Sörensen, Jonathan Tah und Julian Weigel. Die werden die geupgradeten Spieler sein und ihr habt Vorschläge gemacht, die habe ich in gewisser Weise berücksichtigt und ich bin zu einer Auswahl an Spielern gekommen, die in meinen Augen relativ nice ist. Es ist natürlich jetzt nicht die overpoweredste Version, aber ihr müsst auch bedenken dabei, ich habe einfach keine Münzen und deswegen gucken wir uns, würde ich sagen, jetzt einfach mal an, wer es denn letztendlich geworden ist. Für John Cordoba haben wir da Raúl Bobadilla, für Julian Weigel, Joshua Gilavogi. Dann haben wir für Sörensen John Anthony Brooks und für Jonathan Tah seinen Teamkollegen Kyrgiakos Papadopoulos. Sieht an sich sehr, sehr stark aus. Wir gucken uns das Ganze nochmal quasi mehr oder weniger in-game an, beziehungsweise so, wie es halt aussieht, wenn wir das Ganze eingesetzt haben. So sieht das momentan aus. Wir haben im Tor Zielerinfo davor halt die beiden Goldinnenverteidiger, rechts Chandler, links Garcia, davor Gilavogi, dann Sané, Enes Benatira, Marc Stendera und vorne drin Charleston Benchop und Raúl Bobadilla. Sind jetzt zwei Powerhouses, die wir da in der Offensive haben, ist nicht ganz ideal, aber auf jeden Fall interessant und wir starten rein in die erste Partie für diese Episode und ja, die war auch relativ interessant. Der erste Versuch von Bobadilla, das Team war übrigens nicht sonderlich zeigenswert, deswegen zeige ich es auch gar nicht erst. Wir gehen in die nächste Szene und das ist wieder mal ein Ball auf Bobadilla. Der ist diesmal im 16er, versucht es alleine und macht es 1:0. Nach knapp 6 gespielten Minuten ist das die Führung für uns und das ist natürlich ein idealer Start in die Partie und ein idealer Start für unsere neue Golderrungenschaft. Den paraguayischen Nationalspieler macht das da gut und der Abschluss sitzt dann einfach. Es ging weiter mit Bobadilla, der versucht es hier, scheitert aber an sich selber und allgemein hatte ich extrem viele Chancen in dieser Partie. Wir haben übrigens gegen Ibrahimovic gespielt, das ist das Interessanteste am gegnerischen Team. Hier versucht es, glaube ich, wieder Bobadilla auf einer Seite, dann mal Ibra im 16er. Mit ein bisschen Skill und ein bisschen ganz gefährlichen Abschlüssen. Allerdings ist Zieler da und verhindert hier das 1:1. Auf der anderen Seite ging es weiter mit Stendera aus der Distanz und wieder eine klasse Parade vom gegnerischen Keeper. Ich sehe gerade, es war allgemein ein relativ silbernes Team, aber das soll mal dahingestellt sein. Benchop scheitert hier an sich selber und dann kommt er nochmal in den 16er und diesmal macht er es noch ein Stückchen besser und macht den rein zum 2:0 nach knapp 30 Minuten. Ibra war der Star des gegnerischen Teams. Unser Star momentan ist so ein bisschen Charles und Benchop zusammen mit Raúl Bobadilla, unsere Sturmoffensive, Sturmoffensive ist gut. Unser Sturmduo ist richtig gut in Form und das zeigt es auch hier. Danach kam allerdings ein bisschen weniger Schwung. Hier mal ein Versuch von, ich glaube, Enes Benatira und dann auf der anderen Seite Zlatan Ibrahimovic einfach mal aus 25 Metern mit dem Finesse-Schuss. Okay, es waren 20, aber der sitzt einfach mal zum 1:2 in der 41. Minute. Da kam der Gegner dann doch tatsächlich wieder ran und das war wirklich schön gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Der Finesse-Schuss in die lange Ecke, Zieler Chance los und es ging weiter, allerdings mit Angriffen von uns, denn der Gegner hat jetzt wieder mehr oder weniger aufgegeben. Das ist Sané mit der Flanke, Bobadilla mit dem Kopfball, 3:1, 45. Minute, klasse Vorlage vom Schalker, Megatalent und der Kopfball von unserem Augsburger Stürmerstar ist auch ideal, sodass der Keeper da nichts mehr machen kann. Es lief also richtig, richtig gut, wir machen 3 Tore in der ersten Halbzeit, besser geht es gar nicht. In der zweiten Halbzeit ging es weiter über Bobadilla, der auf Benchop und der scheitert mal wieder an sich selber, aber noch war das Ganze ja nicht vorbei, denn nochmal ein Ball auf Enes Benatira und der macht es alleine hier zum 1:4 in der 79. Minute und das war dann auch der Schlusspunkt der Partie, denn danach hat sich mein Gegner gedacht, okay, das bringt doch hier alles nicht mehr und ist geragequittet. Die Spieler, die geupgradet werden, sind Charleston Benchop und Leroy Sané mit 8,3 und 8,6er Bewertung. Sieht an sich gut aus, wir gehen in die zweite Partie und die geht gegen dieses Team. Es war ein Hybrid, es war sehr interessant mit Fährmann im Tor davor, Juru, Kolasinac, Rüdiger, Florenzi, Chan, Henderson, Ekdal, Baui, Alsoma und Wilfried Zaha. Also, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Trotzdem eine machbare Aufgabe, denn unser Team hat ja gerade schon bewiesen, dass sie selbst gegen den Gott quasi Ibrahimovic standhalten können. Alsoma kann aber Freistöße und ob unsere Defensive dagegen standhalten kann, ist die Frage. Allerdings wird er kurz ausgeführt. Das ist Florenzi, der versucht es aus der Distanz. Und dann ist Zieler,
Wert nach vorne ab. Kann man nicht viel machen. Auf jeden Fall kommt dabei zu Can und der macht das 1-0. Wieder mal nach knapp 9 Minuten, also wieder ein Führungstreffer. Allerdings diesmal leider Gottes auf der falschen Seite. Wir versuchten zurückzukommen in diese Partie. Allerdings gelang das nicht so wirklich bis ja in die 12. Minute. Dann haben wir Bobadilla, der auf Stendera und eine richtig gute Parade da. Von den vom Fährmann, der ja ein richtig guter Keeper ist in FIFA 16 Ultimate Team. Die anschließende Ecke nicht von Zieler getreten, nein, sondern von Marc Stendera. Und die kommt sogar relativ gefährlich in die Mitte. Und da ist Kyrgiakos Papadopoulos, aber der setzt den Ball am Tor vorbei. Das war die größte Chance in der Anfangsphase. Dann erst wieder nach 30 Minuten Marc Stendera mit dem Versuch im 16er. Kann man machen, macht er hier nicht. Deswegen weiter 0-1. Aber ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, 60 Minuten. 39. Minute, Ball auf John Anthony Brooks im gegnerischen 16er. Der zieht einfach mal ab und wieder eine gute Parade vom Fährmann. Der machte mir das Leben wirklich zur Hölle. Zweite Halbzeit dann, der Ball auf Ben Hatira und der geht über außen einfach mal, macht das gut, Ball auf Benchop, der wird nicht richtig angegriffen von Giroud, der macht das halt alleine, 1-1, kurz nach der Halbzeit also direkt aus, jetzt haben wir durch unseren niederländischen Stürmer vor allem, von Hannover 96, vollkommen egal ob Stürmer oder Striker, auf jeden Fall macht er das Tor und das war, naja, unglücklich von Giroud, aber mir soll es egal sein. Es ging dann auch weiter mit großen Chancen, für mich das Torschussverhältnis war eindeutig. Ich hatte, glaube ich, 20 Torschüsse zu 5 am Ende. Hier gibt es erstmal jetzt eine Karte und die hat eine relativ schöne Farbe für mich, denn es ist die rote Karte für Antonio Rüdiger für dieses Tackling im Mittelfeld von hinten in die Beine, darfst du nicht machen und dementsprechend wird er hier regelkonform bestraft. Es ging dann, wie gesagt, weiter mit vielen Torchancen, allerdings, ja, ich bekam den Ball einfach nicht so wirklich ins Tor. Hier haben wir den Ball von Stendera auf Bobadilla. Und wenn ich ihn dann mal ins Tor bekam, war es abseits. Sehr, sehr suboptimal in dieser Situation nach 70 Minuten. Es ging dann weiter nach 80 Minuten als Homer-Versuch mit dem Freistoßzieler. Ja, muss da schon ordentlich hingehen. Das war die größte Chance im zweiten Durchgang für meinen Gegner. Benchop auf der anderen Seite versucht hier gegen Fährmann. Aber der war einfach ein richtiges Biest im gegnerischen Kasten. Verhinderte das meiste. Und dann ging es schon in die Verlängerung. Und da versucht es wieder Benchop, wieder ist Fährmann da. Das war allgemein so ein bisschen ein kleines Privatduell. Benchop gegen Fährmann. Dann kommt wieder hier der Niederländer, versucht es, geht in den 16er, der Schuss über die Latte. Es sollte einfach nicht sein mit dem Tor unseres Hannoveraners. Und dann kommt Leroy Sané, dann kommt die Flanke auf Benchop und der Kopfball wieder in den Arm von Ralf Fährmann. Allerdings, das Spiel ja noch nicht vorbei. Wir gehen, ja, in die 112. Minute. Ball erstmal in den Rückraum, sieht nicht ideal aus, kommt aber nochmal zu Enes Benhatira und wieder ist Fährmann da. Das ist unfassbar, was der alles rausgekeschert hat. Und dann der Ball auf Charles und Benchop und hier ist Fährmann da. Und dann macht er den Fehler, rollt nämlich den Ball direkt zu Raul Bobadilla und der mit dem schwachen linken Fuß mit dem Lupfer und Giroud kommt nicht mehr dran. Und es ist das 1-2 in der 115. Minute, die Entscheidung in dieser Partie, sollte man meinen. Richtig gut gemacht von unserem paraguayischen Nationalstürmer da vorne drin. Schöner Lupfer mit dem schwachen Fuß, musste er erstmal auch so machen, hätte gedacht, dass Giroud da rankommt, er schafft es nicht. Und dementsprechend endlich der verdiente Führungs- und hoffentlich auch Siegtreffer. Allerdings kennen wir ja FIFA. Und FIFA ist gerade zum Ende einer Partie immer sehr, sehr... Naja, springen wir in die 120. Das ist angeblich ein Elfmeter. Ich habe nichts gedrückt, einfach nur reingelaufen. Aber gut, als Homer somit mit der Chance. Na, ihr könnt euch denken, was passiert. Zieler hält ihn. Zieler ist unser Held, Be Legendary. Und er macht sich zur Legende in der 120. Minute. Wir gewinnen dieses Spiel und haben damit zwei weitere Upgrades. Und zwar direkt vor dem Elfmeterschießen noch. Und wer das ist, das sehen wir jetzt hier eingeblendet in der Grafik. Enes Benhatira mit 7,5 und dazu noch der Kollege Marc Stendera mit 7,6. Sehr, sehr nice. Das sind unsere vier Spieler. Benchop, Sané, Benhatira und Stendera. Schreibt mir in die Kommentare, welche Spieler ihr dafür ersatzweise haben möchtet. Welchen Stürmer, welchen rechten Mittelfeldspieler, welchen linken Mittelfeldspieler und welchen Zehner wollt ihr in dieser Serie sehen. Nicht vergessen, die Legenden wie Bender und so sind noch nicht dran. Das kommt erst nach der goldenen Stufe. Ich hoffe, ihr schreibt mir fleißig in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären, wie gesagt, richtig nice. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao. Haut rein.